Erstmal ein schönes und nettes Hallo. Der Darius sitzt bei mir. Ihr habt es ja mitbekommen, wir waren dieses Jahr auch mit Martin Gruber extrem eingespannt. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Frankreich auf einer Messe. Das ist eine riesengroße Messe. Letztes Jahr war ja Zwolle dran. Ist auch eine große Messe. Was wir festgestellt haben jetzt darin ist, dass die Messe in Deutschland eigentlich ein Treffer geworden ist. Die Schnäppchenpreise, ja, sagen wir mal, gibt es eher selten. Die Leute treffen sich, trinken gerne Bierchen miteinander, Ja. unterhalten sich. Von der Preise her muss man nicht unbedingt nach Frankreich fahren, ne? Ja, das ist ein gutes Argument. Das wollte ich euch noch sagen. Ich habe jetzt mal die Preise verglichen in Frankreich und in Deutschland. Also, auch wenn ihr das jetzt seht hier auf dem Video, es ist brutal viel los. Lasst euch da nicht blenden. Die Messepreise sind da sogar etwas höher wie in Deutschland. Also, wenn ihr auf eine Messe geht, bleibt in Deutschland oder wie gesagt jetzt in Österreich. Da kommen wir ja auf die schönste Messe eigentlich in Europa. Die Carp Austria ist eine Messe, die am Wasser stattfindet, also am Wunschower See. Und wir müssen echt da mal ein großes Lob an den Veranstalter aussprechen. Das ist der Herr Wolfgang Gungel und sein Team. Und du wolltest, glaube ich, noch jemanden grüßen. Ja. Also wir haben sehr viele nette Leute kennengelernt. Also erstmal hallo und Dankeschön an euch alle, auch an die Österreicher. Ihr seid echt super klasse. War echt eine super Messe. Und wir wurden vorgestellt von einer Teichdame oder Teichmutter. Teichmutter, hallo. Du bist ja auch einer, der sehr gern diese Videotagebücher schaut und Und von hier wollte man dich, lieber Manni, Mani, genau. Mani, ne? Wollten wir dich einfach mal grüßen. Grüßen. Und wir haben jetzt eine Impression vorbereitet. Und die schauen wir uns mal an. Und dann wollten wir einfach nochmal Dankeschön sagen. Aber ich habe jetzt noch was vergessen. Erzähl. Der Award. Wir, wenn ich sage wir, meine ich alle. Ich bedanke mich mal für euer Voting, dass ihr euch engagiert habt. Ich habe den Award gewonnen für das beste Friedfisch-Video. Und sag einfach vielen, vielen Dank. Wie gesagt, der Award geht an euch. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Impression an. Wir waren ja dieses Jahr am Wunschower See zum ersten Mal. Leider ist der Stör jetzt nicht drauf, weil ich war gerade auch mal was esse. Und was hat er ungefähr gehabt, der Stör vom Martin? Ich glaube, der hat so, wir haben nicht gewogen, so 20, 25 Kilo. Muss? Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der Bilder hat von dem Stör. Wir haben jetzt keine Bilder. Soll sich einfach melden und es wird uns freuen. Also, Film ab. Tschüss. Ja, Coco Banana, ne? Fahr mal ein bisschen rüber hier. Machst du gut, einmal frei. Sauber, schöner Drill, wirklich gut. War das jetzt ungefähr? 150 circa, ja, schätze ich. Have you seen?
Problem? Ja, wir fangen mit Irish Key. Wow. Geschnallt? Ja. Denke ich.